Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards vom Sonntag um 3.10 Uhr wieder. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI. Am Sonntag vor einer Woche hatte das RKI innerhalb eines Tages 6.114 neue Infektionen und 218 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1.244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden. Er enthielt jedoch 3.500 Nachmeldungen. Immer neue Corona-Mutationen droht ein Dauer-Lockdown? Quelle, Bild teilen, Twitter per Mail versenden. Die Zahl der binnen 7 Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, 7 Tage Inzidenz, lag laut RKI am Sonntagmorgen bundesweit bei 60,2 und damit höher als am Vortag, 57, der bisherige Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Lesen Sie auch alle Nachrichten zu Covid-19 Corona-News im Live-Ticker. Hier erfahren Sie die neuesten Informationen, Zahlen und Fakten zur Ausbreitung des Coronavirus. Der Live-Ticker von Bild. Seit Beginn der Pandemie zählte das RKI 2.386.559 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland. Stand 21.02.3.10 Uhr. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 67.841. Damit gibt es derzeit etwa 128.100 aktive Fälle in Deutschland. So läuft es mit den Impfungen. Auf seiner Internetseite gibt das RKI die Zahl der Menschen in Deutschland bekannt, die bisher ihre Erst- bzw. Zweitimpfung erhalten haben. In der Grafik unten sehen Sie, wie der aktuelle Stand Corona-Gipfel. Und vom Impfstoff war keine Rede. Quelle, Bild teilen, Twitter per Mail versenden. Der R-Wert des RKI gab den bundesweiten 7-Tage-R-Wert am Samstagnachmittag mit 1,07 an, Vortag 1, das ist der höchste Wert seit mehreren Wochen. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 107 weitere Menschen anstecken. Das könnte darauf hindeuten, dass sich die ansteckenderen Virusvarianten trotz des Lockdowns rascher aus. Wie verbreitet ist Corona weltweit? Die weltweiten Corona-Fallzahlen ermittelt die private Johns Hopkins University in Baltimore, USA. Vergleicht man die deutschen Zahlen der Johns Hopkins mit denen des RKI, dann scheint das RKI in der Erfassung neuer Corona-Fälle hinterher. Grund, beide Einrichtungen ermitteln die Fallzahlen auf unterschiedlichen Wegen. Lesen Sie auch Bande. Was? In diesen Ländern gibt es, fast, kein Corona. Hier erfahren Sie, warum das in den jeweiligen Staaten so ist und an welche dieser Orte Sie gerade reisen können. Lesen Sie auch Ihre Zahlen bewegen die Welt. Wie die Johns Hopkins Universität arbeitet der Corona-Tracker der Johns Hopkins Uni, zählt über 1 Milliarde Klicks am Tag. Bild erklärt, wie die Experten der JU arbeiten. So arbeitet das RKI. Lesen Sie auch dort arbeiten Menschen mit 90 verschiedenen Berufen aus 15. Von den 1296 Mitarbeitern sitzen 1224 in Berlin und 72 in der Außenstelle in Wernigerode. Allein das Berliner 24/7-Lagezentrum hat 150 Mitarbeiter.